Guten Tag da draußen, herzlich willkommen hier bei Sag's dir. Wer es gesehen hat, Trump hat gestern eine Rede gehalten und dort gab es auch ein Schützen. Glücklicherweise ist nichts passiert, aber zuvor möchte ich euch erstmal zeigen, was die Tagesschau so berichtet. Also wirklich, DDR lässt grüßen. Hallo mein Schatz. Und das ist ja ganz, ganz schlimm. Also wirklich, also diese Propagandashow, das kannst du auch nicht anbieten, ey. In den USA hat es bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Trump in Pennsylvania einen Zwischenfall gegeben. Es ist die Rede von Schüssen gewesen, die gefallen sein sollen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hob eine Faust, während er vom US-Geheimdienst zu einem Fahrzeug eskortiert wurde, wie Videoaufnahmen von der Veranstaltung zeigten. Das Material zeigt Blut an seinem Ohr und Scharfschützen auf einem Dach in der Nähe der Bühne, auf der Trump gestanden hat. Es ist die Rede von Schüssen. Ja, gut, das ist einmal das Video von der Rede. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Da habt ihr jetzt schon gehört. Also, es war vor Ort auch Scharfschützen von Trump, von Sicherheitsteam. Ich Okay, we are watching live at a rally in Butler, Pennsylvania, where former President Trump was speaking on the stage. Erstmal das. Dann einmal rangezoomt für euch. Hier zu sehen. Der Schuss, der ganz knapp an ihm vorbeigezogen ist. Dann hält er sich das Ohr und dann langsam ging er runter. Hier einmal die Scharfschützen von der Polizei, die den Täter schon im Visier hatten. Das ist der Täter. Ich zeige jetzt nochmal die anderen Scharfschützen von der Polizei. And you know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Wohl möglich haben die Polizisten ihnen oben das Leben gerettet. Und im Netz kursierte dann ein Foto von Antifa-Attentäter. Und ich habe mir das angeguckt und da wusste gleich, da stimmt was nicht. Das hier habe ich gefunden. Das sieht denjenigen gar nicht ähnlich aus. Also, auch für alle anderen, die sowas immer posten, immer schön bei Hawaii bleiben. Da ist mir egal, welche Seite man da ist. So. Es handle sich bei dem Schützen um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park im Bundesstaat Pennsylvania. Das berichten die Sender NBC und CBS unter Berufung auf das FBI. Der Wohnort von Crooks ist rund 60 Kilometer von dem Ort Butler entfernt, wo die Schüsse fielen. Laut NBC ist der 20-Jährige als republikanischer Wähler in Bethel Park registriert. Informationen zum Motiv des Täters gibt es noch keine. Wenn wir jetzt also diesen Steckbrief quasi des mutmaßlichen Schützen erfahren, immer mehr Details werden bekannt, das geht in den USA schnell. Aber warum halten sich die Ermittler im Moment noch zum Motiv zurück? Hat er allein gehandelt oder gibt es auch Hinweise auf mögliche Mittäter? Das ist alles momentan noch nicht klar. Also die Ermittler, die haben ja vorhin eine Pressekonferenz abgehalten und haben gesagt, dass diese Einzelheiten, dass sie die jetzt noch nicht veröffentlichen wollen oder dass sie die vielleicht auch einfach noch nicht wissen. Wir haben es ja gerade schon gehört, dass die Ermittler jetzt vermutlich alles durchkämmen, was diesen Mann betrifft. Also Social Media Profile, sie werden seine Wohnung, soweit sie wissen ja offenbar, wo er gewohnt hat, sie werden seine Wohnung natürlich mit dem feinen Kamm durchkämmen, werden alles aufgreifen, was auch irgendwie dazu zur Suche nach dem Motiv irgendwie beitragen kann, um eben genau festzustellen, was die Hintergründe dieser Tat waren. Sofern sie schon da etwas zutage gefördert haben, sagen sie es der Öffentlichkeit noch nicht, weil sie natürlich auch wissen, dass das eine sehr explosive Lage momentan ist. Also wenn es ein politischer Hintergrund gewesen sein sollte, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen,
dann hat das natürlich das Potenzial, dass das hier eine Eskalation verursacht. Wir haben ja schon die ersten Reaktionen von Republikanern gehört auf diesen Attentatsversuch, die eben die Schuld bei den Demokraten sehen. Wir haben ja gerade schon von dem Bullseye, also von der Zielscheibe auf Donald Trumps Rücken gehört, das Schlagwort, das da ausgegeben worden ist. Ich weiß, Trump hatte, glaube ich, vor ein Jahr ungefähr, hat er noch gesagt, die Leute werden mich töten wollen. Kämpfer sein. Die Reaktion aber auch im Netz, leider knapp verpasst. ÖRR-Comedian feiert Trump-Attentat. Nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump kommt starke Kritik an der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf. So wurde der Mordversuch lange bezweifelt. Ein Gagschreiber von Böhmermann wünscht dem Faschisten gar den Tod. Ja, super. Ihr seid ganz klasse. Wirklich. Es sind halt so andere Welten, aber nie wieder ist jetzt und diesen ganzen Quatsch, der immer erzählt wird. Nie wieder ist jetzt und den ganzen Quatsch, der immer erzählt wird. Keiner kennt sich anscheinend mit der Geschichte aus und sagt immer, ja, ihr Blöden, dies und das und jenes. Aber Leute, ihr seid die falschen Menschen gerade da draußen. Menschen wie ich und andere normal denkende Menschen wünschen anderen Menschen, nur weil sie eine andere Meinung haben, nicht gleich den Tod. Ihr da draußen schon von den Linken. So. Obwohl das ZDF trotz Blut in Trumps Gesicht immer noch von einem mutmaßlichen Anschlag schrieb, ließ mein Korrespondent Elmar Thewissen die Sache direkt politisch einordnen. Der mutmaßliche Anschlag könnte dramatische Auswirkungen auf den Wahlkampf haben. Seit Monaten habe sich der Präsidentschaftskandidat als Opfer politischer Verfolgung dargestellt. Viele seiner Anhänger sind davon überzeugt, dass es stimmt. Sie könnten den politischen Gegnern die Schuld geben. Einige von ihnen auch selbst zur Gewalt greifen. James Zabel, leider knapp verpasst. Was man als Angestellter des öffentlichen Rundfunks nach einem Anschlag halt so twittert. Oh, 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 oh. Kann man hier raufgehen? Oh, schön. Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Kollege wird gelöscht, kein Bock auf morgen. Ja, wirklich, was für Typen das da draußen gibt, ne? Einfach nur abartig. Abartig, ey, ohne Scheiß. Diese ganze Welt ist so verrückt, ne? Einfach nur Wahnsinn geworden. Augenscheinlich hat Trump eine blutende Wunde am rechten Ohr. Die Tonübertragung wird sofort abgebrochen. Ein wütender Wahlkämpfer Donald Trump wird von Secret Service Agenten in Sicherheit gebracht. Ja, das wird auf jeden Fall ein krasser Wahlkampf dieses Jahr. Ja, Leute, schreibt was in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Wahnsinn. Also, das ist ein würdig noch an Kennedy. Ich habe das Gefühl, das gibt es auch nur in Amerika. Leute, ich bin raus.